Aber wir werden sie alle erledigen. Was? Dr. Nadelmann. Guten Tag, junger Drachentöter. Was kann ein Mann der Medizin für euch tun? Sagt, warum tragt ihr diese merkwürdige Kopfbedeckung aus Kupfer? Ganz einfach, als Schutz. Wovor? Vor hinterlistigem Gedankenlesen. Und wie viele Leute haben diese hinterlistige Gabe? Nicht viele. Eigentlich nur Drachentöter und Drachen. Wenn man bedenkt, dass Drachen fast ausgerottet wurden und es nur wenige Drachentöter gibt, ist die Wahrscheinlichkeit ziemlich gering, dass jemand eure Gedanken liest. Man kann nie wissen. Vorsicht ist besser als Nachsicht. Warum habt ihr etwas zu verbergen? Oh, nein, 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 nein. Jemand könnte wertvolle Rezepturen für Medikamente stehlen. Komm, wir probieren es einmal. Ja, Gedanken lesen. 133 IP ist mir der Spaß wert. Dieser Versuch versetzt euch einen fiesen kleinen elektrischen Schlag. Ja, das Gerät funktioniert. Pech gehabt, Drachentöter. Schönen Tag noch. Arschloch. Dafür plündern wir jetzt sein Zimmer. Oh, Ohrringe. Oh mein Gott, die wollte ich schon immer haben. Ohrringe, da Schmuck. Und was machen die? Plus 1 zu unbeugsamer Wille. Was macht das? Unbeugsamer Wille legt euren Resistenz gegen Verfluchen, Furcht, Polymorph, böse Überraschungen und Betäubungspfeile. Also reine Resistenz gegen irgendwelche Fertigkeiten. Ja, und die sehen wir schon. Eine Menge leerer Felder, in die wir Items legen können. Eure Stufe für Schlösser knacken. Ja, Schlösser knacken dafür. Ey, gibt's auch eine Fertigkeit, die wir ausbauen können. Und es gibt auch Schlösser, die wir mit dieser Fertigkeit halt aufmachen. Wäre ja auch sinnlos, wenn dem nicht so wäre. Der mutige Robin! Hm? Wer wagt es, mich beim Nachdenken zu stören? Ein Drachentöter! Ein Drachentöter? Klingt beeindruckend. Aber eurem Aussehen nach zu urteilen, habt ihr Drachen bisher nur in Büchern oder auf Wandteppichen gesehen. Und was rechtfertigt euren Hochmut so abfällig, mit einem Drachentöter zu sprechen? Seht ihr diesen riesigen Wildschweinkopf über dem Kamin? Dieses Biest terrorisierte das Tal und tötete zahllose Jäger, bis ich es vor einigen Jahren erlegt habe. Aus diesem Grund bin ich der beste Jäger von ganz Rivellon. Und jetzt hinfort. Mit Anfängern rede ich nicht gern. Er meint das Ding da. Das da. Tja. Ihr geht mir langsam ganz schön auf die Nerven. Erzählt mir nochmal von dem Hasen. Was dem Ihr seid Hase? Wohl ganz witzig, was? Der hat uns eine Quest gegeben. Oder? Nein. Der bessere Jäger, ich bin auf einen arroganten Kerl namens Robin, der sich behauptet, dass er sich für die besten Jäger hält. Ich werde doch wohl eine Kreatur finden und töten können, die groß genug ist, um ihn von seinem hohen Ross runterzuholen. Heißt im Grunde, wir sollen sein Ego in Grund und Boden stampfen, indem wir eine noch wildere Bestie erlegen und irgendwas von ihm, von dieser wilden Bestie. Da komme ich wohl nicht rein. Zu ihm bringen. Und noch mehr Sachen zum Kaputtschlagen. Ein Mana-Trank. Auch die können wir hier runterlegen. Ist auch sehr wichtig. Glaubt es mir sicher, meine Freunde. Diese Tränke werden nochmal unsere besten Freunde. Die Mana-Tränke nicht unbedingt, aber es gibt auch Heiltränke. Die sind rot dann. So wie Heiltränke normalerweise sind. Das werden nochmal unsere besten Freunde werden, Leute. So viel kann ich euch schon mal prophezeien. So, und ich glaube, dann haben wir auch erstmal alles in diesem Dorf abgehakt. Es hat lange gedauert. 2 Folgen, aber jetzt geht's endlich in den Kampf, und zwar in den richtigen Kampf. Denn eigentlich steigt man in diesem Spiel durch Kämpfen auf. Durch Kämpfe erhält man Erfahrungspunkte, und durch Erfahrungspunkte steigt man halt im Level auf, und bis jetzt sind wir eigentlich nur Level aufgestiegen, indem wir Erfahrung als Belohnung für Quests erhalten haben. Und das ist eigentlich nicht der Sinn, aber das ist am Anfang halt so, weil vor allem, ich meine, jetzt halt auch mal den Mund, ich weiß noch nicht mal, was für eine Sprache das ist. Die Heilkraft der alten Kristalle band ein. Ich nehme einfach mal diese ganzen Bücher mal mit. Vielleicht lese ich sie immer ja irgendwann durch. Vielleicht auch nicht. Oh, Skelett. Und dieses Skelett ist eine Stufe höher als ich. Bam, 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 bam. Man greift an, indem man den Linksklick macht. Also man klickt seine Gegner quasi. Bam. Und angemessene Erfahrung erhalten wir dafür auch nicht. Es ist im Grunde wie in Titan Quest. Und wir können unsere Skills machen. Das war unser Feuerball, den kennt ihr schon. Und, zack, weil wir diese Fertigkeit, das magische Geschoss, schon auf Stufe 2 haben, haben wir dementsprechend auch 2 magische Geschosse. Zack. Bam. Bam.
Und nochmal der Feuerball. Zack, 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 zack. Der kleine gelbe Balken über der Lebensanzeige und über dem Mana-Dings stellt übrigens die Erfahrungspunkte dar. Und mehr will ich in diese Gruft noch gar nicht weitergehen, denn mehr schaffen wir auch nicht. Das hängt nicht von der Folgenlänge ab, die Folge ist noch lang genug, aber da drin werden wir mit so einem niedrigen Level wie Level 3 sterben. Ich habe voll Respekt vor Kirchen. Das ist eigentlich eine Kapelle, aber nee, ich glaube, es war eine Kapelle. Denn ich mache es erstmal so, weil da drin werden wir sterben mit so einem niedrigen Level und vor allem so wenig Gesundheit. Gesundheit und Mana regeneriert sich zwar mit der Zeit, sehr langsam, aber naja. Noch will ich da nicht rein. Ich will erstmal hier draußen erstmal noch ein bisschen kämpfen. Zum Beispiel gegen Wildschweine. Bam! 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 Die uns Schinken geben. Lecker, lecker Schinken. Noch so ein. Bam! Das war geil. Oh! Noch mehr Schinken! Den können wir übrigens essen und dann gibt uns das ein bisschen. Hä? Benutzen. Jetzt haben wir ein bisschen mehr Gesundheit. Ach nee, unsere Gesundheit regeneriert sich schneller. Goblins. Stammesgoblins. Von diesen kleinen Viechern werden wir noch einige zu sehen bekommen. Und normalerweise kommt an dieser Stelle eine kleine Zwischensequenz, bei der man hier hingeht. Hier sind dann diese beiden Goblins und nagen an dieser Leiche rum. Und dann stehen die beiden Goblins auf, weil die liegen, die sitzen hier an und schneiden an dem Ding rum und gehen dann zu einem. Aber ich weiß nicht, warum diese Sequenz gerade nicht angezeigt wurde. Mysteriös, mysteriös, mysteriös. Bam! Der hat noch was für uns. Goblin-Herz! Die können wir dem... Ja genau, Quest aktualisiert Goblin-Herzen. Die können wir Richard von Alleroth geben, dann, der gibt uns dann dafür Geld. Oh, da ist wer. Drachentöter, hier oben! Welch göttliche Stimme ertönt aus himmlischen Sphären. Macht keine Witze, ich brauche wirklich Hilfe. Ich habe euch gesagt, dass Divinity 2 sehr humorvoll ist, oder? Wenn nicht, dann sage ich euch jetzt, Divinity 2 ist sehr humorvoll. Ich sitze hier oben fest und werde von Goblins gejagt. Sie haben meinen Enterhaken. Halt durch mich, ich werde dieses Pack schnell erledigen. Großartig, auf sie mit Gebrüll. Oh je. Bam. Bam. Man kann auch so cool ausweichen, so Assassin. Assassin-Style. Zack! Bam! 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 Bringt zwar jetzt momentan nicht. Alter! Heil ihn, sagt mir! Zack! Zack! Und! Bam! Bam! Gut gemacht. So. Der Enterhaken ist gleich dort drüben! Halte durch, ich hole ihn! Gut! Endlich komme ich von. Der Enterhaken! Den Enterhaken! Hier! Ich hab ihn! Gleich bin ich unten! Das ging schnell. Danke, Drachentöter. Diese Goblins hätten mich wahrscheinlich erwischt. Ihr seid mit ein paar von diesen Kreaturen nicht fertig geworden. Normalerweise ist das kein Problem, aber dieses Mal war es anders. Wir kundschaften den Wald immer zu zweit aus. Aber wir wurden von einer ungewöhnlich wilden Meute angegriffen. Und die andere Wache hat es nicht geschafft? Nicht geschafft? Er ist in Panik geraten und weggelaufen. Ich musste mit diesen blutrünstigen Bestien alleine fertig werden. Oh, eine Mitleidstunde für Quenteln. Ich konnte mich auf den Turm retten, habe dabei aber den Enterhaken verloren. Das war vor mehreren Stunden. Dieser Feigling hat scheinbar nicht mal die anderen Wachen gewarnt. Sieht ganz so aus, als würde sich im Trümmerteildorf ein mieses Schwein aufhalten. Das könnt ihr laut sagen. Knöpft ihn euch ruhig vor, falls es euch Freude bereitet. Sein Name lautet Pavel und ihr findet ihn auf dem Wachturm der Kaserne. Ich werde bei Hauptmann Roland Meldung machen. Pavel wird bald hinter Gittern sein. Ho, eine neue Quest haben wir. Aber noch nicht, erst will ich noch ein paar Goblins schnetzeln, um noch eine Stufe aufzusteigen. Einfach so. Und vielleicht als kleines Detail, im Gegenteil zu Titan Quest, respawnen die Gegner hier nicht.
wenn man irgendwie das Spiel verlässt oder so. Also von daher, wenn wir einmal einen Goblin besiegt haben, dann bleibt der besiegt. Boah, hat der eine dreckige Lache. Hoa! Hoa! Bam! Bam! Und guckt euch an, wie hoch er springen kann. Hui! Hui! Das meine ich nicht ironisch. Ich kann nicht so hoch springen. Und es gibt auch Pflanzen, die man sammeln kann. Die sind später, momentan noch nicht so wichtig, aber später werden die wichtig. Habe ich das Ding gerade ernsthaft durch den Baum durchgetroffen? Das soll mir mal einer... Hallo, wer bist du denn? Mäxchen! Was wollt ihr? Nichts Besonderes. Ich beobachte Vögel, klar? Und da ihr kein Vogel seid, seid ihr für mich nicht von Interesse. In dieser Gegend bekommt man kaum Vögel zu Gesicht. Ja, aber ich habe schon viele herumnörgelnde Trottel gesehen. Und ich habe einen pflegelhaften Idioten gesehen, mit Genitalien, so klein wie sein Name vermuten lässt. Spart euch eure Beleidigung und haut ab. Vögel beobachten. Was für eine Ausrede. Sagt er, während der Kerl, den er mit dieser Ausrede... Vergesst es. Ich habe euch gesagt, das Spiel ist geil, vom Humor her. Und ich denke, bis jetzt halte ich doch ganz gut Wort. Die ersten vier Folgen waren zwar kaum actionreich, keine Kämpfe und so weiter, und ich habe keinen Mana mehr, nicht genug mehr für den Feuerball. Aber jetzt geht's ab, denn wie ihr seht, jetzt ist Kämpfen angesagt. Kämpfe sind zwar nicht so schwer, aber immerhin etwas vom Abwechslung, vom ewigen Rumgelaufen und Rumge... Mein Mana wird knapp. Rumgequatsche. Bam! Bei den Totems, wir haben unser Opfer. Das ist hier einmal einer von denen, die wir machen müssen. Und so sehen Goblin-Beobachter aus. Goblins des Tals. Große leuchtende Kugeln, die schweben. Frag mich nicht, wie das anatomisch möglich ist. Bam und bam! Guckt euch an, wie wir geil zurückjumpen können. Da sind wir dem Schlag erfolgreich ausgewichen. Bam, 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 bam! Es ist einfach geil. Hui! Oh, hui! Ein Stammesgoblin-Häuptling, der ist eine Stufe höher als wir und macht ganz fies Schaden. Bam, bam, bam. Oh Gott. Okay, ich glaube, dann drücke ich mit 8. 8. 8, um einen Heiltrank zu nehmen. Bam. Nein! Bam. Bam. Ich könnte jetzt einen Trank vertragen. Boah, sag mal, jetzt heilt den doch auch einer. Er wird einmal getroffen und leidet stundenlange Qualen. Spiel laden. Und jetzt, Leute, habt ihr etwas gesehen, das ich so sehr an Infinity 2 Ego Draconis hasse. Dass er sehr selten autospeichert und man nicht irgendwie vom letzten Wechsel von irgendwas neu anfängt, sondern vom letzten Spielstand. Auch wenn dieser Spielstand ein paar Minuten her ist. Das hasse ich an Infinity 2. Ja, die ganze Passage, die wir gerade gemeinsam gemacht haben, jetzt noch einmal machen. Und wisst ihr was? Das mache ich aber nicht innerhalb der Aufnahme. Ihr habt gerade gesehen, was für fiese Dinge dieses Spiel machen kann. Wie fies es sein kann. Und ich denke, ich mache jetzt eben noch, ich beende jetzt die Aufnahme und dann mache ich das noch bis zu dem Punkt, an dem ich gestorben bin. Ich kann nicht. Aber Leute, ich sag's euch so, das wird nicht unser letzter Sieg gewesen sein. Wir werden noch einige Tode sterben. Denn das Spiel ist an einigen Stellen echt gemein. So wie an dieser Stelle, an der ich von zwei überpowerten Skeletten fertig gemacht werde.
bis zur nächsten Folge. Let's play Divinity 2 Ego Draconis. Tschüss.